Arnsbad. Boah, das ist lange her. Das war 1994 in St. Gallen. Ich weiß, dass der Trainer dabei war, der Uwe Rappolder in St. Gallen. Der Anwalt war dort dabei, ich kann mich erinnern. Und es hat mich schon mit Stolz erfüllt, dass ich aus Balzers, aus einem kleinen Dorf in Balzers, einen Profivertrag unterschreiben darf. Und ich weiß, dass es ein riesiger Schritt für mich war. Ich glaube, es gibt in jeder Karriere gibt es immer wieder Rückschläge. Die sind aber auch ganz wichtig. Dass man es auch dort schätzen was, wenn es gut läuft. Meine Rückschläge sind eigentlich in dem Sinn eigentlich gering. Ich hatte zwei schwere OPs, wo ich ein bis zwei Minuten ausgefallen bin. Das, was eigentlich über so eine lange Karriere wie ich es können machen, eigentlich nicht viel ist. Darum meine Rückschläge haben sie eigentlich Grenzen gehalten. Sehr ist für mich immer ein Rückschlag gewesen, wenn ich abgestiegen bin. Ich bin einmal abgestiegen mit Hellas Verona aus der Serie A, ist sehr ein Rückschlag gewesen, aber so ist eigentlich bin ich sehr zufrieden mit meiner Karriere. Gut, als Spieler bist du ja nicht AG. Du bist vor allem für dich verantwortlich, für deinen Körper verantwortlich, für deine Leistung verantwortlich und als Trainer hast du eine Verantwortung für das gesamte Team. Du musst alle probieren, bei Laune zu halten und das sind eigentlich die grössten Unterschiede. Ja, Heimat bedeutet für mich das Land, wo ich aufgewachsen bin. Wir sind sehr ein kleines Land. Und ich habe vor allem schätzen gewusst, dass ich dort in meiner Italienzeit, ich war 9 Jahre in Italien, gewesen, immer wieder zurückkommen in die Nationalmannschaft. Ich konnte meine Familie wieder sehen, meine Verwandten. Und darum schätze ich meine Heimat Liechtenstein schon sehr. Für mich gibt es No Limits. Das heisst, alles, was vorstellbar ist, ist schon erreichbar. Und das haben wir jetzt gerade zuletzt, wie ich es vorher schon gesehen habe, haben wir es bewiesen mit dem Aufstieg, den niemand damit gerechnet hat. Wir haben daran geglaubt und haben es zum Glück dann auch geschafft. Gut, Familie für mich ist extrem wichtig. Ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen. Meine Mama hat 10 Geschwister. Und ich bin eigentlich in dieser Familie aufgewachsen. Und durch das ist Familie dort schon für mich sehr wichtig gewesen. Ich durfte dann selber eine Familie gründen mit 3 Kindern. Und ja, das gehört auch für mich zur Heimat dazu. Und ein sehr gutes Verhältnis. Und es ist auch immer wieder wichtig, nach dem Spiel zum Abschalten, ist Familie sehr wichtig.